Ob das wohl funktioniert? Sie ist irgendwie nicht so entspannt aus. Ich bin voll verkrampft! Soll ich deine Augenbrauen mitfärben? Was mache ich bloß? Hey ihr Lieben, ich bin Sophia und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar werden wir heute ein zweites Glow-Up-Video machen, aber komplett zu Hause. Denn man kann auch so viel Glow-Up-mäßiges zu Hause machen. Wir machen heute in diesem Video also einen richtig schönen Beauty-Tag. Wir werden erstmal unsere Haare waschen, beziehungsweise meine Haare waschen, stylen, Maske, alles mögliche. Denn ich bin, oh Gott, ich glaube, ich habe Montag das letzte Mal meine Haare gewaschen. Heute ist Samstag. Ihr wisst gar nicht, wie viel Trockenshampoo in meinen Haaren ist. Ich glaube, ich will das selber gar nicht wissen. Dann werden wir noch eine schöne Gesichtsmaske machen und noch sowas. Ich habe mir Sachen von Amazon bestellt, Leute, so Gesichtsstuff. Sehr interessante Sachen. Let's go! Willkommen in meinem Badezimmer. Bevor ich mich um meine Haare kümmere, werde ich mich jetzt noch kurz abschminken. Ich mache das immer lieber vorher als dann unter der Dusche. Wie ihr seht, habe ich mich jetzt abgeschminkt und bevor ich meine Haare wasche, werde ich noch eine Maske machen für extra mehr Pflege. Und zwar habe ich hier die Maske von Pomelo. Einmal in der Sorte Vanilla Boost und einmal in der Sorte Rose Love. Und ich werde heute mal die Rose Love Maske benutzen, denn die riecht richtig lecker nach Rose. Hier seht ihr einmal die Maske. So, ich zerreibe die hier nochmal, damit die sich ein bisschen verflüssigt. Und die gebe ich jetzt einfach in meine Haare und das riecht so gut. Ich feiere das. Übrigens sind die Haarmasken und auch alle anderen Produkte von Pomelo ohne Parabene, Silikone oder Sulfate. Pomelo hat eine große Auswahl an verschiedenen Haarpflegeprodukten und es gibt zum Beispiel auch viele verschiedene Haarmasken mit verschiedenen Düften und Inhaltsstoffen. Da ist auf jeden Fall für jeden Haartyp und auch für euch was dabei. Schaut also gerne mal vorbei. Und ihr müsst nicht den vollen Preis bezahlen, denn mit meinem Code MrSuperSophia könnt ihr ordentlich sparen. Ich verlinke euch die Produkte aus diesem Video und meinen Rabattcode nochmal in der Videobeschreibung. Die Maske lasse ich jetzt 30 Minuten einwirken und dann werden wir die auswaschen. Aber weil wir jetzt noch etwas Wartezeit haben, werde ich jetzt mit euch dieses Gerät hier testen, was ich bei Amazon bestellt habe. Und zwar ist das ein Ultraschall-Mitesser-Entferner. Und ich habe das schon öfter in so TikToks gesehen und dachte immer, ob das wohl funktioniert. Ja, also meine Kosmetikerin darf das jetzt nicht sehen. Ihr wisst ja, dass ich regelmäßig professionelle Hautbehandlung gegen meine Akne mache. Aber das hindert mich nicht daran, dieses Gerät hier ausprobieren zu wollen. Okay, ich glaube, es scheitert einfach schon daran, dass ich es nicht aufbekomme. Was ist das für eine Verpackung, bitte? Ich glaube, das soll gar nicht aufgehen. So, okay, perfekt. Und das Kabel ist schon verfärbt. Wollen wir die Bedienungsanleitung lesen? Hier steht einfach, tragen Sie die Mitesser-Reinigungsflüssigkeit auf die Nase für 10 Minuten. Gibt gar keine Flüssigkeit, die dabei ist. Sieht schon so ein bisschen gefährlich aus. Und jetzt? Was ist das für ein Geräusch? Ich habe jetzt hier meinen Spiegel. Ich weiß irgendwie nicht so ganz. Richtig passieren tut nichts. Aber ich mache das genauso wie in den Videos. Außer, dass meine Nase richtig rot ist, hat sich nichts verändert. Dafür ist die Maske jetzt eine halbe Stunde drin. Wir werden die jetzt auswaschen. Meine Haare sind jetzt gewaschen. Ich habe die gerade schon so ein bisschen getrocknet mit dem Handtuch und ich werde sie jetzt noch einmal föhnen. So Leute, hier bin ich wieder. Heute ist der nächste Tag. Meine Haare konnten jetzt nochmal durchtrocknen nach dem Föhnen und glänzen mega doll durch die Maske. Ich habe übrigens noch Selbstbräuner aufgetragen über Nacht. Es ist unschwer zu erkennen. Ich bin, wie ihr seht, kein Meister darin, aber so normalerweise im echten Leben fällt es nicht so auf, dass ich hier komplett einen Rand habe. Ich habe jetzt hier noch einmal zwei Pflegeprodukte von Pomelo. Und zwar einmal das Vanilla Elixier Haarserum und diese Matcha-Peptide. Ihr wisst, ich bin ein Fan von Matcha und deswegen war ich auch direkt von diesem Produkt voll angetan. Ich bin einfach ein kleines Matcha-Opfer. Und das Vanilla-Elixier ist unter anderem mit Hagebutte und Vitamin E. Oh, das riecht richtig lecker. Dein kriegt jetzt auch ein bisschen Pflege, damit du auch noch Vanille riechst. Es ist zwar nicht für den Bart gedacht, Leute, aber wir müssen unsere Freunde doch auch ein bisschen verwöhnen, ne? So, du darfst mir aber nicht an den Hals fassen. Wow. So, der dritte darfst du nicht. Hä, wie soll ich denn das dann in dein Bad mischen? Wow. Richtige Gesichtsmassage. Sie ist irgendwie nicht so entspannt aus. Ich bin voll verkrampft.
wunderschön. Soll ich deine Augenbrauen mitfärben? Auf gar keinen Fall. Meine Haare und Daniels Bart sind jetzt auf jeden Fall gepflegt. Jetzt werden wir unsere Augenbrauen färben. Und Leute, ich habe das noch nie selber gemacht. Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Aber ich habe mir jetzt hier einfach so ein Augenbrauen-Kit geholt. Und wir werden das Ganze jetzt einfach mal ausprobieren. Sicherheitshinweise. Sieht irgendwie ein bisschen viel aus, finde ich. Und es sieht auch ein bisschen hell aus. 1, 10. Jetzt sollen wir das hier durchmixen. Das ist doch niemals dunkelbraune Farbe. Also, ich google das zur Sicherheit nochmal. Hier sieht man das. Mensch, Leute, wie kann man denn nur so aufgeregt sein, seine Augenbrauen zu färben? Irgendwie habe ich hier so voll das Loch in meine Augenbrauen drin, ne? Ich habe sie nämlich extra die letzten Wochen nicht gezupft, damit wir das gleich zusammen machen können. Ich gehe jetzt hiermit in die Farbe rein. Oh mein Gott. Was mache ich bloß? Oha. Also normalerweise wird ja auch immer so ein bisschen die Haut mit eingefärbt, glaube ich. Deswegen will ich eigentlich eine schöne Augenbrauenform schaffen. Ich habe so Angst. Ich weiß jetzt irgendwie auch gar nicht, ob ich zu viel Produkt drauf habe oder zu wenig Produkt. Ich glaube, die Augenbrauen sind einfach schon dunkler geworden. Alexa, stelle einen Timer auf 5 Minuten. Also da tut sich auf jeden Fall was. Wir warten mal ab. So Leute, ich habe gerade ganz schnell schon vorne die Farbe abgemacht. Es sind jetzt 5 Minuten rum. Und ich glaube, ich muss das Ganze jetzt wieder abnehmen. Schau mal, wie dunkel das geworden ist. Wie geht das wieder ab? Mit warmem Wasser und einem Wattepad. Okay, let's go. Also ich glaube, einen Ombre-Effekt habe ich jetzt nicht hinbekommen, aber das Ergebnis gefällt mir. Die Haut ist, glaube ich, so ein ganz bisschen eingefärbt, aber sonst finde ich, ist es richtig gut geworden, oder? Und jetzt ist es endlich soweit, ich kann endlich meine Augenbrauen zupfen. Ich habe da auf jeden Fall keine besondere Technik, sondern zupfe einfach, würde ich sagen. Und zwar zupfe ich hier diese kleinen Mini-Haare weg und hier wachsen bei mir auch noch so ein paar Augenbrauenhaare und ich zupfe ein ganz bisschen drüber weg und hier zupfe ich auch ein paar Haare weg. So, die Augenbrauen sind durch, beziehungsweise besser kriege ich es nicht hin. Aber jetzt werde ich noch einen zweiten Schritt machen. Und ich bin mir sicher, dass es viele von euch noch nicht kennen. Und zwar werde ich jetzt mein Gesicht rasieren. Ja, ihr habt es richtig gehört. Wenn ihr mir auf TikTok folgt, wisst ihr, dass ich das schon mal ausprobiert habe. Und ich mache das nicht regelmäßig, aber wenn ich merke, so okay, irgendwie stören mich meine Baby-Mini-Haare auf dem Gesicht. Und es ist ganz normal, dass Frauen auch Gesichtsbehaarung haben. Das hat jeder. Aber bei mir ist es manchmal so, dass dann das Make-up sich so darüber irgendwie so ein bisschen absetzt. Ich habe mir sogar extra ein Gesichtsrasiergel geholt. Und das muss man auf das angefeuchtete Gesicht auftragen. Deswegen habe ich das gerade auch angefeuchtet. Wow. Das Coole ist, dass ich jetzt halt auch hier diesen Rest Augenbrauenhaare wegmachen kann. Das kann ich einfach wegrasieren. Dann wächst es zwar schneller nach als beim Zupfen, aber es ist nicht so anstrengend. Und übrigens habe ich mir auch extra so Gesichtsrasierer geholt. Achtung, nicht erschrecken. Das sind meine Haare zusammen mit diesem Rasiergel. Aber das ist schon echt. Ja, kein Wunder, dass mein Make-up hier manchmal nicht hält. Übrigens müsst ihr hier mega vorsichtig sein. Besonders auch an der Nase und so. Da habe ich mich zum Beispiel mal geschnitten. Meine ganzen Babyhaare aus dem Gesicht sind weg. Ich wasche es jetzt einmal und dann werden wir uns erstmal eine schöne Maske machen. Ich habe mir dann also eine Maske gemacht und auch so einen Gesichtsroller benutzt. Ich finde das einfach mega entspannt und allgemein, wenn man einfach einen Tag hat, wo man sich irgendwie nicht so hübsch fühlt oder irgendwie schlecht fühlt. Ich glaube, jede Frau kennt das und ich glaube auch viele Männer kennen das, denke ich zumindest. Ich denke, jeder hat mal solche Tage, wo man sich einfach nicht wie sich selber fühlt. Und da ist so ein Beauty-Tag genau das Richtige, wo man sich einfach Zeit für sich selbst nimmt, sich fertig macht, alle möglichen Beauty-Prozeduren zu Hause macht und das einfach mal so ein bisschen ausprobiert. Aber Leute, denkt daran, das wahre Glow-Up muss in euch selbst stattfinden. Der Geschmack ist so eklig. Und egal, was ihr äußerlich an euch verändert, ihr müsst es für euch selbst machen und es selber schön finden. Meine Zähne sind genau 0,0 weißer geworden. Aber jetzt geht's los mit dem Make-up und danach machen wir die Haare. Weiter geht's mit meinem Make-up und ich liebe es, mich zu schminken. Ich finde das total entspannt und wenn ich mich schminke, bin ich auch direkt irgendwie produktiver, habe ich das Gefühl. Mir macht das einfach Spaß. Ich liebe auch ein bisschen mehr Make-up vielleicht als normal drauf zu machen, aber ganz ehrlich, was ist schon normal? Es gibt da kein richtig oder falsch, kein wie man das machen sollte oder nicht. Man muss es selber schön finden und wenn man sich gerne schminkt, dann kann man das auch machen, wenn man den ganzen Tag zu Hause bleibt. Ich habe die Produkte, die ich benutzt habe, nochmal in die Videobeschreibung geschrieben, weil das auch immer viele interessiert und ich liebe es da
alle möglichen Kombinationen auszuprobieren. Dann kommen wir zu meinen Haaren. Ich finde Locken so schön. Mir ist es immer zu anstrengend, mir Locken zu machen. Und ich sag euch, diese Locken haben gerade mal ein paar Stunden gehalten. Leider halten die einfach nicht. Meine Arme tun so weh schon jetzt. Meine Haare sind zu glatt und zu weich dafür. Ich meine, ich freue mich, dass ich solche Haare habe. Aber ja, leider halten Locken deswegen nicht so gut bei mir. Und jetzt fehlt nur noch das Outfit. Und ich habe mir am Black Friday sogar neue Klamotten bestellt. Aber leider sind die noch nicht da. Aber das ist gar kein Problem, denn ich glaube, jede Frau kennt das Problem. Man hat irgendwie nichts anzuziehen oder man denkt es zumindest. Aber eigentlich muss man nur genau in seinen Kleiderschrank gucken und gucken, was man da so findet. Und ja, ich würde sagen, ich habe nichts anzuziehen. Wäre etwas übertrieben. Zeit für einen Outfit-Change. So Leute, perfekter Übergang, ich weiß. Aber das hier ist jetzt mein Outfit. Ich weiß, es ist nicht so ganz kreativ. Ich hatte gerade auch schon mal etwas komplett anderes an. Komplett in schwarz. Jetzt habe ich was Weißes an. Also einfach ein weißes Oberteil mit, ihr glaubt es kaum, einer Jogginghose. Denn schließlich sind wir zu Hause. Wir machen unser Glow-Up zu Hause. Dann behalten wir auch eine Jogginghose an. Nein, Spaß beiseite. Aber irgendwie konnte ich gerade nicht so kreativ sein. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich coole Sachen in meinem Kleiderschrank habe. Aber mir ist so viel gleichzeitig eingefallen, dass ich alles versucht habe, in ein Outfit zu packen. Und das hat nicht funktioniert. Und dann war meine Kreativitätsphase vorbei. Und ich habe einfach das hier angezogen. Aber es muss auch nicht immer das krasseste Outfit sein. Es macht so viel Spaß, mal seinen ganzen Kleiderschrank anzuschauen. Und zu schauen, was man so hat. Also wenn ihr das länger nicht gemacht habt, dann macht das auf jeden Fall. Probiert einfach alles an, stylt verschiedene Looks, legt euch dann was raus, was ihr vielleicht mal bei eurem nächsten Anlass oder Treffen mit Freunden oder irgendjemanden anziehen wollt oder dann einfach ein Selfie machen im Spiegel, damit ihr wisst für später, wie ihr das kombiniert habt. Ist auf jeden Fall cool, um mal zu wissen, was man so im Schrank hat und was man da alles so rausholen kann. Ich freue mich trotzdem auf die Sachen, die ich am Black Friday bestellt habe. Ich werde euch die auf jeden Fall auf Instagram zeigen, also folgt mir da, wenn ihr wissen wollt, was ich mir so alles bestellt habe, denn es war auf jeden Fall ein bisschen mehr, wenn es alles passt. Und es sind auch logische Sachen gewesen, die ich bestellt habe. Ich finde, dass das Glow-Up auf jeden Fall sehr, sehr gut gelungen ist. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und man kann auch super viel zu Hause machen. Aber denkt daran, das wahre Glow-Up muss in euch selbst stattfinden und ihr müsst euch wohl in eurem Körper fühlen. Das heißt, wenn ich mir jetzt die Augenbrauen dunkler mache, müsst ihr das nicht machen. Und weil ich meine Augenbrauen so hochstyle und so fluffy Brows mache, muss das auch nicht jeder schön finden. Also Schönheit ist ja subjektiv und das ist auch gut so. Denkt an den Pomelo-Rabattcode. Ich schreibe euch den auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Ich finde die Sachen mega gut für den Alltag und auch für Beauty-Tage, wenn man sich mal die Zeit nehmen möchte, eine schöne Haarmaske zu machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr noch mehr Glow-Up-Videos sehen wollt und was ich da alles machen soll, falls euch noch irgendwas Cooles einfällt. Abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!